Hegel hatte einen sehr großen Einfluss auf die Philosophie und auf die philosophischen Debatten zu seiner Zeit. Er lebte aber auch in einer sehr turbulenten Zeit. 1806 kam Napoleon bis nach Jena, wo auch Hegel sich aufhielt, und Hegel hatte Napoleon dort sogar getroffen, von Angesicht zu Angesicht, und Hegel hatte dann berichtet, dass er dem Weltgeist zu Pferde begegnet sei. Napoleon hat in der Zeit die deutschen Länder erobert, die Landkarte Europas verändert und die politischen Verhältnisse revolutioniert. Preußen hat gemerkt, dass es doch gar nicht so stark war und hatte sehr große Verluste gegen Napoleon einstecken müssen. Und deswegen kam es dann halt eben in Preußen dann auch zu sehr vielen verschiedenen Reformen, die Reform des Militärwesens, der Bildung und des Staates. Es war um 1810 eine sehr reformorientierte Zeit, die aber endete, als dann Napoleon doch endlich besiegt worden ist durch die anderen europäischen Staaten, die sich zusammengeschlossen haben. Auf dem Wiener Kongress 1814-15 hat man dann die Landkarte Europas neu gestaltet und die Restauration eingeleitet, die Wiederherstellung der Verhältnissen vor der Französischen Revolution, wobei ganz eine perfekte Wiederherstellung war das nicht. Man hatte die neue Zeit auch versucht, in das Staatengebilde zu integrieren. Napoleon war besiegt. Es hatte sich ja aber auch ein Hass auf die Franzosen bei vielen Deutschen aufgebaut, weil die französische Armee auch große Teile der deutschen Länder verwüstet hat und auch die Bevölkerung haben sehr stark darunter gelitten. Es kam auch 1815 zur Gründung der ersten Burschenschaften in Jena zum Beispiel auch, die einen Nationalismus entwickelten und auch zugleich antisemitisch drauf waren. Das waren überspitzte Gegenreaktionen gegen die Eroberungskriege von Napoleon. Diese nationalen Bestrebungen gerieten dann so weit, dass dann der preußische Staat und auch andere Staaten diese nationalen Bestrebungen versucht haben niederzudrücken. Und es kam dann zu den sogenannten Karlsbader Beschlüssen 1819 zur Zensur der Presse. Die Pressefreiheit wurde sehr eingeschränkt. Und der Biedermeier wurde dadurch eingeleitet, die Zeit des Biedermeiers, in dem sich die Menschen ins Private zurückgezogen haben. Und die 1820er Jahre waren vor allem durch diesen Biedermeiergeist geprägt. Hegel war ab 1818 Professor in Berlin, im Zentrum von Preußen, hat Vorlesungen gehalten, hat Bücher geschrieben, hat aber versucht, politisch nicht zu sehr aufzufallen, weil die Zensur hat ja alles kontrolliert. Es wird immer kolportiert, dass Hegel der preußische Philosoph gewesen sei. Das stimmt aber nicht. Hegel war viel eher der Philosoph der preußischen Reformen. Denn er ist in seinen Schriften, vor allem in seiner Rechtsphilosophie, für eine Verfassung eingetreten. Dafür, dass Staaten eine Verfassung sich geben sollten und dass das auch vernünftig sei. Jedoch die großen Staaten, die großen deutschen Staaten, Preußen und Österreich hatten lange Zeit keine eigene Verfassung. Zu der Zeit entstanden die ersten Verfassungen in kleinen deutschen Staaten, vor allem in den südwestdeutschen Staaten Württemberg und Baden, aber auch Hessen und Kassel. Das waren so die ersten Staaten mit einer Verfassung.
Dafür hat Hegel sich eingesetzt in seinen Schriften. Er war dann deswegen auch fortschrittlich. Aber es gab zu der Zeit sehr starke konservative Kräfte, die der Restauration, die halt die Verfassungsgebung sehr stark kritisiert haben und einen Ständestaat, einen christlichen Ständestaat zurück wollten. Und gerade mit diesen Konservativen, da hat sich Hegel von distanziert. Hegel ist 1831 gestorben, gerade zu der Zeit, als die Kultur wieder politischer geworden ist. Denn 1830 gab es auch die Revolution, eine neue Revolution in Frankreich, wo die Bourbonenkönige wieder vertrieben worden sind, die Könige, die die Bourbonenherrschaft wieder versucht haben zu restaurieren. Und die Bürgerlichen in Frankreich haben 1830 einen König eingesetzt, Louis-Philippe, der die Interessen der Bürgerlichen verteidigen sollte. Und das hat er dann auch bis 1848 dann auch getan, dieser Bürgerkönig da. Aber gerade durch diese Revolution 1830 wurde auch die politische Kultur in den deutschen Ländern wieder politischer. Man hat sich wieder was getraut. Man ist aus dem Privaten wieder ausgebrochen, teilweise, und war immer mutiger, auch politisch wieder Positionen zu verteidigen. Hegel war gestorben, aber die Schüler von Hegel haben weitergemacht mit der Philosophie, haben über die richtige Deutung von Hegel diskutiert. Ein interessanter Schüler von Hegel war Eduard Ganz. Er war ein Liberaler, hat auch die Verfassungsgebung ist dafür eingetreten, hat liberale Rechte wie Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Gewerbefreiheit dafür ist eingetreten. Und der Hegel-Schüler Eduard Ganz hat versucht, die politische Philosophie von Hegel fortzuentwickeln. Aber Eduard Ganz ist auch relativ früh gestorben, 1839, 8 Jahre nach seinem Lehrer. Und bei seiner Beerdigung 1839 ist nochmal das ganze liberale Bürgertum von Berlin aufgetreten und hat dem Eduard Ganz die letzte Ehre erwiesen. Es gärte in den deutschen Ländern, auch in Preußen. Das liberale Bürgertum wurde immer mutiger. Aber man hat sich vor allem über die Religion gestritten. Die Religion hat ja auch einen wichtigen Punkt im System von Hegel ausgemacht. Hegel hatte die Gefühlsreligion eines Schleiermachers kritisiert. Für Hegel war die Kirche und die Institution der Religion ganz wichtig. Aber wie verhielt sich die hegelische Philosophie mit der Bibel, mit den Evangelien? Darüber hat man gestritten, weil Hegel dazu nicht so viel gesagt hatte. Die einen hatten gesagt, ja, das, was in der Bibel drinsteht, das ist natürlich wahr, die Wahrheit. Die Jungfrauengeburt, die Auferstehung von Jesus, sind wahre Zeugnisse dort in der Offenbarung. Das wurde aber nach und nach kritisiert. Und ein weiterer Hegel-Schüler war David Friedrich Strauss. Und er hat gesagt, diese ganzen Geschichten in der Bibel, das ist eigentlich nur ein Mythos, den die Jünger von Jesus sich ausgedacht haben, der tradiert worden ist. Die waren jetzt auch nicht böswillig, die Jünger von Jesus. Die hatten natürlich den Jesus verehrt und mit der Zeit hat sich dann halt eben so eine Mythenbildung entwickelt. Und ob jetzt wirklich mit der Jungfrauengeburt etwas dran ist oder so, das kann man jetzt nicht mehr entscheiden. Wichtig ist natürlich die frohe Botschaft aus der Bibel vom ewigen Leben und der Vergebung der Sünden, das sind die wichtigen Punkte. Aber diese mythischen Erzählungen, die sind weniger wichtig. Das waren so Positionen von David Friedrich Strauss. Und er wurde sehr stark angefeindet von den Konservativen Hegel.
Interpreten, die das nicht wahrhaben wollten, die gesagt hatten, ja, in der Bibel steht die Wahrheit drin und alles Sätze sind die Offenbarung des Wortes Gottes. Und so haben sich dann die Schüler von Hegel darüber gestritten. Und Strauss hat dann auch, das war der erste, der die Schüler von Hegel unterteilt hat zwischen Links- und Rechtshegelianer. Die Rechtshegelianer, die haben das Wort der Bibel als wahre Offenbarung verstanden und die Linkshegelianer, die haben es eher metaphorisch verstanden. Aber die Konflikte zwischen den Hegelianern, die blieb nicht beim Religiösen und bei der Theologie, sondern sie schwappte über zu politischen Themen und auch zu weiteren philosophischen Themen. Ein sehr wichtiger Links-Hegelianer oder auch Jung-Hegelianer, wie sie genannt worden sind, im Gegensatz zu den rechten Alt-Hegelianern, war Ludwig Feuerbach. Und er hatte die Theologie der Jung-Hegelianer und der Links-Hegelianer nochmal radikalisiert und hat gesagt, ja, diese Mythenbildung in der Bibel, das ist schön und gut, aber eigentlich ist selbst der Glaube an Gott auch ein Mythos. Und zwar ein Mythos, was sich der Mensch ausgedacht hat, natürlich auch mit einer bestimmten Funktion, damit der Mensch sich die Welt erklären kann, dass er scheinbare Sicherheit in der Welt findet. Und in diesem Gottesbild habe der Mensch, so Feuerbach, seine Wünsche projiziert. Der Wunsch nach ewigem Leben, nach Heilung, nach Glück, nach Gesundheit. Und diese Wünsche, die wurden eben in der Gestalt von Gott und auch von Jesus projiziert. Die Religion ist nichts weiter als die Projektionen und der Wünsche der Menschen. Und in der wirklichen Philosophie, in der Philosophie der Zukunft, soll es darum gehen, diese entfremdeten Wünsche der Menschen wieder zu den Menschen zurückzuholen und den anthropologischen Kern der Religion wieder auszugraben. Die Anthropologie, das war ganz wichtig für Ludwig Feuerbach. Der Mensch steht für ihn im Zentrum. Und das kritisiert der Feuerbach nicht nur an den Theologen, sondern auch Hegel selbst. Hegel hat ein großartiges, aber auch kompliziertes System entwickelt, in dem er in verschiedenen Zwischenschritten in der dialektischen und widersprüchlichen Entwicklung des Bewusstseins und des Geistes den Weg zum absoluten Wissen versucht hat zu finden. Das war das Werk Hegels. Und Feuerbach fragte ja, wo ist der Mensch jetzt geblieben in diesem hegelianischen System? Bei Feuerbach steht der Mensch im Zentrum. Und der Mensch ist, der kann auch abstrakte Philosophie machen. Er kann auch versuchen, absolutes Wissen und absolute Ideen zu erreichen. Aber erstmal ist der Mensch ein sinnlich wahrnehmendes Mensch. Ein sinnlich wahrnehmendes Wesen. Und das habe nach Feuerbach der Hegel vernachlässigt. Das zeigt sich zum Beispiel auch bei der Dialektik von Sein und Nichts. In der Wissenschaft der Logik bespricht ja Hegel das Sein. Damit fängt die Logik sozusagen an bei Hegel. Und man kann ja versuchen und annehmen, dass eigentlich das Sein ein wichtiges und gutes Fundament einer jeglichen Philosophie sein kann. Man fängt einfach an mit dem, was da ist, mit den Dingen, die einfach sind. Aber es sind halt eben eine ganze Vielfalt an verschiedenen Dingen. Stühle, Gläser, Mikrofone, Lampen, das sind alles Dinge, die sind und die können auch zerstört werden.
Die können auch veraltet werden, die können auch in den Müll geschmissen werden. Was bleibt, ist das Sein eigentlich. Das Sein ist das Fundament der Philosophie, könnte man meinen, sagt Hegel. Aber wenn man so weiterspinnt, dann kommt man halt eben zum Schluss, ja, wenn das Sein das wirkliche Fundament einer Philosophie sein soll, dann ist das eigentlich nicht viel. Das Sein ist ja doch eigentlich sehr abstrakt, das Sein. Das sagt eigentlich nicht viel aus. Das Sein ist eigentlich ein sehr leerer Begriff. Das Sein schlägt um ins Nichts. Und auch beim Nichts darf man nicht bleiben, sagt Hegel, sondern nichts und das Sein heben sich auf und kommen dann zum Werden und so entwickelt sich dann die Wissenschaft der Logik dann in diesen Widersprüchen weiter. Das klingt halt eben alles sehr abstrakt. Wenn man es bedenkt, ist schon etwas Wahres dran, aber Ludwig Feuerbach sagt ja, das ist eigentlich dann doch sehr abstrakt. Es ist typisch für einen Philosophen wie Hegel, dass das Sein ins Nichts umschlägt. Das Sein ist so abstrakt, das kann sich nur ein idealistischer Philosoph ausdenken. Feuerbach sagt, das Sein darf man sich gar nicht so abstrakt vorstellen. Das Sein, das sind wirklich halt eben die Einzeldinge, die besonderen Dinge, die Gegenstände, mit denen der Mensch immer schon zu tun hat, die er sinnlich wahrnimmt. Und wenn man das Sein so konkret auffasst, dann fällt das Sein nicht um ins Nichts. Dann bleibt das Sein das Sein. Es ist sinnlich wahrnehmbar. Das ist die philosophische Position von Ludwig Feuerbach. Ob es diese Kritik an Hegel wirklich gerecht wird, das wäre eine andere Frage. Denn Hegel versucht ja dann halt eben dann doch mit seinem System zum Konkreten zu kommen. Er kritisiert ja die abstrakte Allgemeinheit und versucht ja die konkrete Allgemeinheit zu erreichen. Also ob die Kritik von Feuerbach an Hegel wirklich so triftig ist, steht auf einem anderen Blatt. Er hat auf jeden Fall mit seiner Kritik an Hegel einen sehr starken Einfluss dann halt eben gehabt auf weitere Junghegelianer. Feuerbach war immer noch ein Hegelianer, weil er sich sehr intensiv mit Hegel auseinandergesetzt hat und auch das hegelische Denken versucht hat, produktiv weiterzuentwickeln. Aber er hat das sinnlich Wahrnehmende betont, das Gegenständliche betont, den Menschen betont. Und das war ganz wichtig beim Ludwig Feuerbach. In der Zeit gab es ganz viele verschiedene Junghegelianer, die auch sehr interessante Gedanken entwickelt hatten. Arnold Ruge beispielsweise, ein Junghegelianer, der die wichtigste Zeitschrift der Junghegelianer damals begründet hat, die Hallischen Jahrbücher für deutsche Kunst und Wissenschaft. Die hat er 1838 begründet. Der Arnold Ruge hat auch angefangen mit Diskussionen über Theologie, aber hat sich dann weiterentwickelt und ist immer politischer geworden, diese Hallischen Jahrbücher. Und hat einen sehr großen Einfluss auch auf das liberale Bürgertum. Aber 1840 ist ein neuer preußischer König an die Macht gekommen, Friedrich Wilhelm IV. Und er hat dafür gesorgt, dass die Hallischen Jahrbücher verboten worden sind. Und Arnold Ruge musste dann letztendlich dann halt eben fliehen und er musste emigrieren nach Paris. Und in Paris trifft er auf den jungen Karl Marx. Und Ruge und Marx haben dann in Paris sich angefreundet und gemeinsam neue Jahrbücher rausgebracht, und zwar die deutsch-französischen Jahrbücher. Die wurden ab 1844 von beiden herausgegeben. Und da hat Karl Marx seine ersten Texte veröffentlicht. Und Karl Marx war damals sehr jung. Er ist 1818 geboren, hat in Bonn studiert, auch in Berlin studiert und war dann 1844 in Paris und hat mit dem Arnold Ruge zusammen eine sehr politische Zeitschrift herausgegeben. Arnold Ruge war ein radikaler Demokrat.
Aber Karl Marx war radikaler. Karl Marx war von Anfang an sehr atheistisch drauf. Ludwig Feuerbach und die anderen jungen Hegelianer haben diskutiert über Religion. Aber Karl Marx war einer der wenigen, die wirklich so atheistisch drauf waren. Und er war politisch auch sehr radikal, weil Karl Marx hat sich auch sehr früh schon am Kommunismus orientiert und an den französischen Frühsozialisten, die in Frankreich bereits halt eben erste Ideen entwickelt haben, der Umgestaltung der Wirtschaft und des Handelssystems. Das hat Karl Marx sehr früh geprägt und er hat in dieser Zeit sehr viele Schriften veröffentlicht, hat in Paris auch den jungen Friedrich Engels kennengelernt und es entstand dort eine Freundschaft, die bis ans Lebensende von Karl Marx gedauert hat, vielleicht sogar über den Tod von Karl Marx 1883 hinaus. Jedenfalls dort haben die beiden sich getroffen, Friedrich Engels und Marx, und haben zusammen ein Buch geschrieben, und zwar Die Heilige Familie. 1845 haben sie das Buch geschrieben und auch veröffentlicht, und in diesem Buch haben sie sich kritisch auseinandergesetzt mit den anderen jungen Hegelianern, haben sie kritisiert und haben ihre eigenen Gedanken zu Papier gebracht. In diesem Buch Die Heilige Familie, heilig deswegen, weil die jungen Hegelianer für Engels und Marx doch zu viel dann doch über Religion diskutiert haben, also sehr heilige Themen drauf hatten. Das haben die kritisiert und in diesem Buch haben beide noch eine sehr feuerbachsche Position eingenommen. Sie haben zum Beispiel den jungen Hegelianern Bruno Bauer kritisiert, aus einer feuerbachschen Perspektive heraus. Das Interessante jetzt ist aber, sowohl Engels als auch Marx haben sich dann mit der Zeit dann halt eben auch von Ludwig Feuerbach distanziert und emanzipiert und ihre eigenen Ideen dann entwickelt. Und für den jungen Karl Marx war beispielsweise der Entfremdungsbegriff anfangs ein sehr wichtiger Begriff, wo er gesagt hat, dass das Wirtschaftssystem den Arbeiter von dem Produkt seiner Arbeit entfremden würde und in dieser entfremdeten Welt würde der Mensch gar nicht mehr seinem Wesen gerecht werden. In diesem Entfremdungsbegriff, den Karl Marx in seinem Buch Ökonomisch-Philosophische Manuskripte von 1844 noch sehr stark macht, ist sehr viel von dieser feuerbachschen Anthropologie noch zu spüren. Aber von dieser Anthropologie entfernt sich halt eben Marx und schreibt zusammen mit Friedrich Engels 1845 die deutsche Ideologie. Und die deutsche Ideologie ist ein Buch, was nicht veröffentlicht worden ist, aber im Schreiben dieses Buches haben Engels und Marx gemeinsam ihre eigene Position gefunden, haben den Feuerbach kritisiert, haben die Anthropologie von Feuerbach kritisiert und haben den historischen Materialismus gemeinsam begründet. Am Feuerbach kritisieren sie vor allem die Anthropologie, dass dieser sinnlich wahrnehmende Mensch dann irgendwie dann doch ein Mensch ist, der isoliert von anderen irgendwie vorkommt und er irgendwie passiv da sitzt und dass die Gegenstände sinnlich wahrnimmt. Und das war Engels und Marx dann doch zu starr, dieses Konzept. Was sie betont haben, ist, dass der Mensch doch nicht irgendwie so isoliert da hockt und die Dinge einfach sinnlich wahrnimmt, sondern der Mensch, der ist tätig, er arbeitet. Der Arbeitsbegriff wird ganz wichtig bei Marx. Und es ist eine gesellschaftliche Arbeit, eine Arbeit von Arbeitern mit anderen Arbeitern zusammen, die gemeinsam gesellschaftlich etwas herstellen. Die Praxis ist ganz wichtig. Und
Sind auch so Punkte, die dazu beitragen, dass Engels und Marx sich dann auch von einer Anthropologie verabschieden. Denn in dieser Praxis, in dieser Herstellung der Produkte und der Welt stellen sich die Arbeitenden und die Menschen sich selbst sogar her. Es gibt kein menschliches Wesen, was da einfach dann hockt und meinetwegen die Welt sinnlich wahrnimmt, sondern der Mensch arbeitet immer schon mit anderen Menschen zusammen, stellt die Welt her, in der er lebt, und die Welt prägt den Menschen. So gesehen stellt der Mensch in der Arbeit sich selber her. In der deutschen Ideologie schreiben Engels und Marx, indem die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst. Und weiter, wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie. Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer Produktion, sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, was sie produzieren. Und das kulminiert dann halt eben zu dem Satz, der das Denken des historischen Materialismus auf den Punkt bringt: Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Das heißt, Feuerbach ist, obwohl er die Abstraktheit von Hegel kritisiert, ist immer noch zu abstrakt für Engels und Marx. Die beiden wollen eine noch konkretere Philosophie machen. Und die konkreteste Philosophie ist halt eben, die anfängt mit der Arbeit und mit der Leistung der Arbeit, dass im Zuge der Arbeit die Welt hergestellt wird, die Welt, die aus Produkten besteht, und in der Arbeit produziert und reproduzieren sich die Menschen und ihr Bewusstsein selbst. Das ist der Kern des historischen Materialismus, der die weiteren Arbeiten von Marx und Engels anleiten. Und die Marx auch dazu führt, die Wirtschaft im Detail zu untersuchen und zu analysieren, weil die Wirtschaft ist der Bereich, wo halt eben Arbeit stattfindet, wo die Welt produziert wird. Und das führt Marx dann letztendlich hin zu seinem Hauptwerk, zu seinem Lebenswerk, die Kritik der politischen Ökonomie.